Hier auf der linken Seite im Ort sehr viel Industrieansässig ist, sich war, hier sehr viele Bomben gefallen sind. Später sind Produktionen in Richtung Tegel, Borsigwalde. Schon lange wird aber nicht mehr produziert, nun steht die Villa Borsig. Willkommen hier auf der Spray Lady, auf unserer Fahrt von der Hansa zu Utu. Platz behalten, sitzen bleiben und nicht aufstehen, sonst nehmen Sie mir die Sicht. Danke für das Verständnis. Eine massive Konstruktion mit drei kleinen Durchfahrten für die Schiffe-Assets. An den vier Pfeilern fahren jeweils in den Schluss. Karl Bolle begann ab 1879 Berlin mit Milch und Milchprodukten zu beliefern, die von seinen Kühen stammten, die unweit seiner Baumschule am Lützowufer weideten. Der Verkauf begann vor Ort in einer Milchbar, später durch Milchmädchen, die mit Milchkannen auf Handwagen durch die Stadt zogen. Bestandteil des Stadtbildes und verbreiteten Neuigkeiten und freche Sprüche. Etwa 250. Der Jahresumsatz der größten Molkerei Berlins betrug 45 Millionen Liter. Bollemilch wurde kontrolliert und gefiltert, war weder verwässert noch sauber. Als nächstes fahren wir unter der Moabiter Brücke hindurch, die jedoch wegen der Tierfiguren auf den Brückenköpfen als Bärenbrücke genannt wird. Die Bärenfiguren wurden im Krieg eingeschmolzen. Die hier zu sehenden Nachbildungen wurden im Jahr 1981 wieder aufgestellt. Wir unterqueren dann gleich am Bahnhof Bellevue die Stadtbahn. Es ist die erste Stadtbahnlinie in Berlin, denn 1882 fahren die Züge auf dieser Trasse. Schon damals waren es rund 20 Brücken im Innenstadtbereich erneuert. Seitdem fahren auch neue der ICE durch die Innenstadt und wieder der Ring. Welches wir dann auch gleich auf der rechten Seite passieren werden. Bellevue heißt schöne Aussicht, die jetzt leider etwas durch die neue Mauer verwertet. Wenn man sich den unteren Bereich der Mauer anschaut, senkrecht gestellte Steine, so hoch war die alte Mauer. Weg Preußens gegen Dänemark, Österreich und Frankreich erinnert. Sie wurde bei der Umsetzung um eine Säule erhöht, damit sie am neuen Standort gut zu sehen ist. Auf der linken Seite der Moabiter Werder. Ein Altbau ist hier auf der linken. Dieser Klinkerbau wurde mit einem Neubau ergänzt. Gebäude der Spedition Hamer. Schule wurde gerade saniert und er musste mit seinen Kindern der gesamten Schule in das leerstehende Gebäude umziehen. Am linken Ufer befindet sich das größte Wohnbauprojekt des Bundes in der Innenstadt. Die Bebauung des Moabiter Werners mit einer schlangenförmigen Wohnanlage mit einer Länge von 320 Metern sowie einer
Auf der linken Seite beginnt gleich das Regierungsviertel mit dem Kanzlerpark und einem Hubschrauberlandeplatz. Das sogenannte Band des Bundes beginnt mit dem Kanzlerpark, überspringt zweimal mit Brücken die Spree und endet am Marie-Elisabeth-Lüders-Haus. Der Beitrag der USA zur internationalen Bauausstellung des Jahres 1907 der Stadt Berlin geschenkt. Die Dachkonstruktion ist noch das Dach aufgrund eines Konstruktionsfehlers der Firma Daimler-Benz geschenkt. Mit einer Höhe von 42 Metern und seinen 68 Glocken ist es das in Europa. Die Berliner tauften es prompt Big Benz. Neben unter anderem der Kabinettsaal an der Nord- und Südseite und der fünfgeschossigen Büro. Hast du den nach Hause geschickt? In Europa. Nach 11-jähriger Bauzeit wurde er am 28. Mai 2006 eröffnet. Er ist Umsteigerbahnhof, Einkaufszentrum und Passagen und 44.000 Quadratmeter Bürofläche. Der Nord-Süd-Tunnel verläuft hier 18 Meter unter der Spree. 2,4 Kilometer lang, 86 Meter lang, mit 4 Gleisen, die Fernbahn. Der Straßentunnel wurde im Spreebereich. Das rechte Spreeufer West-Berlin. Die Berliner Mauer wurde 1710 als Pesthaus außerhalb der Stadtmauer gegründet und wurde 1810 Universität. Hier wirkten auch berühmte Ärzte wie Robert Koch oder Wir fahren somit symbolisch in das alte Oberbaum wieder verlassen werden. Auf der rechten Seite die Kindertagesstätte der Bundespresse und auf der linken Seite das Haus der Bundespressekonferenz. Das Band des Bundes überspringt vor uns das zweite Mal die Spree. Im oberen Bereich haben wir es. '84 wurde durch Kaiser Wilhelm I. der Grundstein gelegt. 10 Jahre später wurde es eröffnet. Sehr selten parlamentarisch benutzt. Nach der Wiedervereinigung folgte am 20. Juli 1991 zugunsten Berlins das künftige Hauptstadt Deutschlands. Daraufhin wurde durch den Architekten Sir Norman Foster zwischen 1935 und 1999 ein aufwendiger Umbau vorgenommen und noch eine neue Kuppel installiert. Zuvor wurde das Gebäude im Sommer 1995 das Reichstagsgebäude des Sitzes Deutschen Bundestages. Die Kuppel ist für jedermann zugänglich und bietet schöne Ausblicke über die Stadt.